Ja, das ist die Maschine der deutschen Annelien, dem QGP. Schicken Sie die Annelien-Maschine in den Warteraum auf 800 Meter Höhe. Sagen Sie ihr, sie hat die Landenummer 5. Wir haben Landenummer 5, sollen warten. Das ist unmöglich, ich habe nur noch ganz wenig Brennstoff. So lange kann ich nicht warten. Ja, du hast wohl auch noch andere Gründe für deine Hast. Hm? Die Asus sagt, sie kann nicht warten, hat Brennstoffmangel. Immer dasselbe Theater mit diesen Privatflugzeugen. Sollen wir doch genug tanken? Also sagen Sie durch, die Asus kann auf 100 Meter herunterkommen und geben Sie auch gleich QGA. Dann haben wir sie schneller unten. Jawohl. Geschafft, QGA. Können gleich landen. Freut dich, was? Ja, warte. Jedenfalls komme ich noch rechtzeitig zu Helene und das ist für mich heute das Wichtigste. Heute das Wichtigste? Du tust ja gerade so, als ob heute deine einzige Chance wäre. Wieder mal erraten. Heute werde ich Helene einen Heiratsantrag machen. Dann halt dich mal ran, mein Junge, dass du nicht zu spät kommst. Was soll das heißen? Na, vielleicht lande ich doch noch eher bei Helene. Entschuldigen Sie mich, ich muss jetzt zum Dienst. Ach, würden Sie so gut sein und Herrn Völker Bescheid sagen, dass ich hier auf ihn warte? Aber natürlich, recht gerne. Schön. Ach, hast ja noch ein Weilchen zu tun. Ich werde mir jedenfalls erlauben, Fräulein Helene Hösch, angelegentlichst von dir zu grüßen. Von mir aus. Hallo, Völker. Na, wie war die Reise? Oh, danke. Sie werden übrigens schon erwartet. Ich? Na ja, der Werbeleiter Ihrer Firma wartet im Restaurant. Ach, dieser Reklameonkel soll mich gern haben. Ja, wo bleiben Sie denn nur, Völker? Ich warte schon endlos lange auf Sie. Wann sollten Sie eigentlich eintreffen? Wie war es beim Schwarzen übrigens? Haben Sie heute Abend etwas vor? Haben Sie Zeit? 15.30 Uhr? Nett. Nichts. Nein. Wieso? Was? Ja, ich habe nur Ihre aufgeregten Fragen der Reihe nach beantwortet. Aber das Wesentlichste ist ja wohl, dass ich heute keine Zeit habe. Um Gottes Willen, das dürfen Sie nicht antun. Ich stelle Sie in unsere Werbung extra heraus. Da schauen Sie. Da. Unter Mitwirkung unseres Werkpiloten Herbert Flügger. Ein Heldenlied der Werkfliegerei. Ja, das ist schön und gut. Ich habe mich wie ein Film gern zur Verfügung gestellt, aber jetzt lassen Sie mich bitte aus dem Spiel. Ich habe heute leider keine Zeit. So, jetzt bin ich fertig und jetzt werde ich mir erlauben, Fräulein Helene Hösch angelegentlichst von dir zu grüßen. Servus, mein Lieber. Hören Sie zu, Flügger, Sie müssen kommen. Ich habe die ganze Presse auf die Beine gebracht. Sie müssen sich nach der Vorstellung im Unionpalast verbeugen. Was, im Unionpalast? Ich allerdings sowieso nicht. Ach, verstehe, mein Lieber. Bei mir persönlich kann es ja egal sein, ob Sie das Interesse für unseren Film oder für ein kleines Mädchen ins Kino zieht. Hauptsache, Sie kommen. Also gut, bis nachher. Hallo, Herrscher! Guten Tag, Herr Flügger. Guten Tag, Meda. Na, geht's gut? Oh, danke schön, sehr gut. Ja. Ist voll an der Stadt? Die Herrschaften sind beim Essen. Ach. Herr Chef, Herr Flügger, auch mal wieder sehen lassen. Seltener Gast. Ja, Tag, Helene. Na nun, so unverhofft? Ja, wieso unverhofft? Du wusstest doch, dass ich kommen würde. Ja, ich glaube, ich muss mich fertig machen. Es ist spät, um 7 Uhr fängt mein Dienst im Kino an. Hm? Ja, ich komme mit. Mahlzeit. Mahlzeit. Wirklich ein reizender Kerl, dieser Flügger. Ja, und treu wie Gold. Eine Eigenschaft, die ich an einem Menschen besonders schätze. Wenn man sieht, kaum ist er hier angekommen, begibt er sich auch schon zu seiner Angebeteten. Kein leichter Beruf, so ein Flieger. Ich glaube, man muss sehr mutig sein. Na und ob? Ich habe mal in Wien einen jungen Piloten gekannt. Das war... Oh! Wen haben Sie nicht gekannt, Frau Anders? Na, also bitte, da gibt es gar nichts zu lachen. Ich bitte Sie, Flieger ist wahnsinnig turbulent. Ich habe ja schließlich ein aufregendes Leben hinter mir. Na, und was Sie noch vor sich haben, gnädige Frau, bei Ihrer Jugend? Oh, Sie sind wirklich ein Kavalier, Opan. Ja, Sie hätten mich vor 30 Jahren sehen sollen. Ja, man wird alt, meine Gute, man wird alt. Wie kommt das nur? Kaum ist Flügger da, wird unsere gute Vera traurig. Hat das etwa Zusammenhänge? Was versteht ihr Männer von Zusammenhängen? Vera, ich weiß, was Ihnen fehlt. Die Männer sind uns zu leugnen. Ich will heute noch deinen Bescheid haben.
Du bist eigensinnig, mein lieber Herbert. Bloß weil du es dir in den Kopf gesetzt hast, soll ich dich heiraten. Ich habe aber noch gar keine Lust zum Heiraten. So. Und wenn Blendermann an meiner Stelle dir das sagen würde? Dem würde ich genau das Gleiche sagen. Aber Gott sei Dank spricht er nicht vom Heiraten. Er ist lustig und aufmerksam und damit basta. Das finde ich auch viel hübscher. Das ewige Gedudel. Auch so eine schlechte Angewohnheit. Helene, ich bitte dich, sprich doch jetzt endlich einmal ernsthaft mit mir. Alles braucht Zeit, um auszureifen. Sie müssen sich deshalb keine Sorgen machen, Vera. Sie sind ja noch so jung. Aber mit anzusehen, wie er in sein Unglück läuft. Helene will doch nun mal nichts von ihm wissen. Sie hat es mir oft genug gesagt. Außerdem kenne ich sie ja. Wenn sie ihn heiratet, dann nur aus Vernunftsgründen. Sie wird ihn nicht heiraten, wie ich sie kenne. Ich glaube, er bemüht sich nur um Helene, weil Blennemann auch hinter ihr her ist. Aber der denkt natürlich nicht ans Heiraten. Ja, und dass heute gewissermaßen mein Ehrentag ist, und ich und meine Arbeit vor allen Leuten ausgezeichnet werden, das interessiert dich gar nicht. Ne? Aber Junge, hast du solche Einwände nötig? Mir brauchst du doch nicht zu imponieren. Du weißt doch schließlich, wie gern ich dich habe. Aber heiraten? Na komm, wir können ja noch nach der Vorstellung darüber reden. Hm? Heute Abend. Parkett rechts, Parkett links. Loge bitte. Parkett rechts, Parkett links. Loge bitte. Parkett. Rang oben bitte. Parkett rechts, Parkett links. Parkett rechts, Parkett links. Loge bitte. Das geht aber doch nicht. Aber das ist Donnerwetter, mal mache ich denn das in Höchlichkeit? Ach, sowas. Hören Sie mal, das ist mein Platz. Nee, das muss ein Irrtum sein. Darf ich mal Ihre Karte sehen, bitte? Ja, bitteschön. Reihe 13. Na, sehen Sie? Hey, aber Rang. Hat ja wohl einen Heiratsantrag gemacht. Hm? Ja, ich glaube, ich werde ihn noch heiraten. Das gibt's auf keinen Fall. Das lasse ich nicht zu. Schalten Sie die Außenreklame aus. Hier die Tageslosen, bitte. Danke. Der Vorfilm ist gleich zu Ende. Haben Sie noch etwas für mich? Nee, danke. Ach, Sie wollten sich ja diesen Tropenflieger-Film ansehen, nicht wahr? Komische Geliste. Na, viel Spaß. Gehen Sie in die Loge 5, die ist für die deutsche Annelien reserviert. Da sind noch ein paar Plätze frei. Schönen Dank. Ja. Du wirst doch nicht in dein Unglück laufen. Du passt nun mal nicht zu Flügger. Aber zu dir wollte ich gar nicht sagen, hm? Guten Abend, Herr Flügge. Ach, guten Abend, Frau Kaufmann. Schauen Sie, was Sie da machen. So etwas muss man sich doch aufheben. Das ist doch eine hübsche Erinnerung für Sie. Hübsche Erinnerung. Du bist doch viel zu jung zum Heiraten. Du wirst doch nicht versauern wollen. Kind und Kegel und 3-Zimmer-Wohnung. Nee, nee, nee. Das hast du dir nur vom Flügge einreden lassen. Sie müssen sich davon befreien. Ja, von dieser Frau. Ich sehe doch, wie Sie leiden. Und es wird nicht aufhören. Unter ständigem Einsatz ihres Lebens bringen deutsche Flieger die heilenden Arzneien unserer Werke, von deutschen Forschern entdeckt, von deutschen Chemikern geschaffen,
bekämpfen die Seuchengebiete des schwarzen Erdteils. Deutsche Ärzte sind es, die unter Hintansetzung ihrer eigenen Gesundheit einen unerbittlichen Kampf führen gegen die Mikroben der tropischen Krankheiten, gegen die Seuchen, die alljährlich das Leben von Millionen Menschen fordern. Und deutsche Werkpiloten sind es endlich, die wagemutig und opferbereit treue Bundesgenossen sind im Kampf gegen den schwarzen Tod. Sehe ich doch endlich mal einen Start von mir. Ah, viel zu stark gezogen. Haben Sie bemerkt, Frank Hoffmann? Hm? Du weißt jetzt, wie ich darüber denke. Wenn du heute Pflüger zusagst, passiert was. Quatsch! Ich warte auf alle Fälle. Verstehst du? Schnell, schnell, Flügger. Es ist gleich soweit. Was? Sie müssen sich verbeugen. Schade. Man sieht sich ja nicht so oft im Film. Was soll das? Wir wollten auf dich warten. Das ist mir versprochen, dass wir noch zusammen sein würden. Na, du gib mal nicht so reichlich an, mein Junge. Wir können doch auch ganz gut zu dritt zusammen... Nein! Ich habe mit Helene allein zu sprechen. Verzichte auf deine Anwesenheit, verstanden? Wenn ich nur wüsste, wie ich ihn aus dieser unseligen Geschichte loslösen könnte. Ist das nicht ein bisschen zu übermütig und egoistisch gedacht, Leon? Nein, Frau Anders. Es ist nur im Interesse Flügers gedacht. Ach, Sie hätten sehen müssen, wie er nur Augen hatte für diese Frau, die den ganzen Abend mit Blennemann kokettierte. Wie er litt. Und wie er nicht einen Augenblick spürte, dass ich neben ihm saß. Also ganz selbstlos. Es hat doch keinen Sinn, dass wir so auseinandergehen, Helene. Schau, ich hab dich lieb. Und wenn ich morgen weiterfliege, muss ich deine Entscheidung haben. Das ist alles, was ich dir zu sagen habe. Dass du mich nicht verstehst, Herbert. Ich kann mich noch nicht zur Ruhe setzen wie ein pensionierter Postbeamter. Kind und Kegel, eine Dreizimmer. Ach, das sind doch alles nur Ausreden. Damit wirst du mich doch bloß hinhalten. Aber ich habe euch beide jetzt durchschaut. Blennemann und ich. Mich könnt ihr nicht für dumm verkaufen. Ich bitte dich, Herbert, nimm dich doch ein bisschen zusammen. Du kannst doch hier nicht so herumschreien. Ach, das ist mir doch ganz egal. Ich kann doch schreien, so viel ich will. Bitte komm mir wenigstens von der Straße weg. Wir gehen zu mir hinauf und trinken eine Tasse Tee. Da können wir darüber alles reden. Hm? Na, bitte. Was schickt da der Flugkapitän? Teufel, das muss man sagen. In meiner Jugend, da war ich es auch. Meine Jugend war ich es nicht, aber... Aber jetzt, meine Herren, wollen die Herrschaften hinein?
Wo hab ich denn mein Hausschlüssel? Ach, da ist er schon, da ist er schon. Mein Gott, spare mir nicht aufzuheben. Aber Herr Abhagen, ein goldener Ring. Ach, Sie irren, Madame. Lassen Sie ihn ruhig liegen, er kostet 20 Pfennige. Ich habe auf dem Brunnenplatz gewonnen, allerdings eine Mark dafür gezahlt. Bin ja Kapitän, man schießt 4, 6, 7, 10 Mal, ehe man sowas gewinnt. Ja, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ehe man sich versieht, hat man eine Mark verjubelt, das wissen Sie. Es war einmal. Also Sie auf dem Rummelplatz, dann lassen Sie aber sehr lustig gewesen sein. War es auch, mein schönes Kind, war es auch. Warum werfen Sie ihn nur nicht weg? Aber du hörst doch, es ist ganz wertloses Zeug. Ja. Trotzdem, ich finde ihn sehr hübsch. Er sieht aus wie echt. Morgen werden mich alle Kolleginnen drum beneiden. Darf ich ihn behalten? Na, nicht der Rede wert. Kommen Sie mit mir hinauf. Vielleicht habe ich noch ein Schnäpschen auf meinem Zimmer. Nein, danke schön, danke. Ein kleiner Schnaps, ein süßer. Wir haben noch Schnaps. Eine wichtige Besprechung. Ich verstehe. Na also, dann schlafen Sie gut, Verachen. Morgen sieht alles ganz anders aus. Gute Nacht, die Herrschaft. Empfehle mich. Ja, bestens. Ergebenst. Richard Abhagen, Berlin. Lennemann, Helene, ich muss dich unbedingt noch sprechen. So spät? Was denkst du dir eigentlich? Es ist sehr wichtig. Aber jetzt mitten in der Nacht? Was ist denn los? Das wirst du schon hören, wenn du mir den Schlüssel runterwirfst. Los! Ich komme selbst. Helene, so eilig. Mitten in der Nacht, wo willst du denn hin? Und so. Das geht dich doch nichts an, ne? Ich weiß, natürlich geht das mich nichts an, aber schließlich haben wir uns ja lange genug getanzt, nicht wahr? Ja, ich. Warum bin so aufgeregt? Lass mich doch gehen. Herr Gott, ich lass dich ja gehen. Du hast mich ja schließlich eines Tages auch gehen lassen, nicht wahr? Ich bin weit gekommen. Vom Philharmoniker bis zum Barbian. Irgendwas, ich hab's eilig. Ja, ich weiß, unten wartet jemand. Geh nur. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Komm nach oben. Das geht nicht. Das geht nicht? So, dann werde ich dir auch sagen, warum. Du hast Besuch. Nein. Du lügst. Ich denke nicht, dass du mit mir so spielen kannst wie mit Schlüger. Ich mache ernst.
Paketreihe 19 bis 25. Ja. Fräulein Schmidt 2, Paketreihe 26 bis 32. Ja. Fräulein Hösch, Paketlose. Fräulein Hösch. Ist sicher. Hat sie sich krank gemeldet? Nein. Und zu Hause habe ich sie den ganzen Tag auch nicht gesehen. Haben wir Ersatz? Nein. Und ich mache mir auch schon Gedanken. Soll ich vielleicht... Ach ja, springen Sie rasch mal rüber, sehen Sie mal zu, was mit der Hösch los ist. Ja. Inzwischen kann ja Fräulein Richter die Parkettlosen übernehmen. Jawohl. Fräulein Klein? Ja, bitte. Ranglose. Ja. Entschuldigen Sie, Frau Anders, dass ich Sie störe. Ich komme eben vom Kino. Helene ist heute nicht zum Dienst erschienen. So? Ja, richtig. Wo war sie denn heute den ganzen Tag? Ich habe sie nicht gesehen. Wollen wir mal nachschauen? Ja gut, kommen Sie. Vielleicht ist sie krank. In unserem symphonischen Konzert hören Sie jetzt den ersten Satz aus der dramatischen Suite von Wilde Meissner. Fräulein Hösch, sind Sie da? Machen Sie doch auf! Helene, schläfst du schon? Sie antwortet nicht. Helene! Wer macht denn solchen Lärm am späten Abend? Was ist denn? Frau, haben Sie mich gerufen? Nein, Sie dummes Ding. Fräulein Hösch ist nicht da. Fräulein Hösch? Fräulein Hösch? Die Tür ist verschlossen. Man müsste das Zimmer mal öffnen. Mein Gott, stehen Sie doch nicht drum. Öffnen Sie es. Sie sind doch Mechaniker. Ich bin Feinmechaniker. Von Schlössern verstehe ich nichts. Na, vielleicht passt ein anderer Schlüssel. Das kommt doch vor. Ja, so sehen Sie doch nach, ob Sie einen finden. Ja. Gut, ich bin so aufgeregt. Mein Gott, ich habe so Angst, wenn noch nichts passiert. Ja, was sollte denn passiert sein? Sicher ist Helene nur fortgegangen, um... Ja, sehen Sie, nun wissen Sie auch nicht weiter. Wollen wir mal sehen. Wer sagt's denn? Gehen Sie hinein, Frau Anders. Wir warten hier. Da ist sie. Fräulein Hösch, sind Sie krank? Warum haben Sie uns noch nichts davon gesagt? Fräulein Hösch. Helene. Schlimm. Hören Sie doch. Helene. Vera, kommen Sie doch mal herein. Machen Sie die Tür wieder zu. Stellen Sie diesen blödsinnigen Radioapparat ab, der macht mich ganz verrückt. Um Gottes Willen, Vera, ich habe Angst. Sie regt sich nicht. Ob sie etwa bewusstlos ist? Wir müssen einen Arzt benachrichtigen. Sieht ernst aus. Ich rufe sofort an. Was ist denn nun? Kommen Sie. Kommen Sie, Herr Stilken. Sie ist tot. Ja. Sie lebt nicht mehr. Tot? Sie können sich darauf verlassen, Fräulein Kaufmann. Ich kenne das. Bei meiner seligen Frau war es genauso. Oh, das ist ja entsetzlich. Gute... Ja. Wie kann denn das geschehen sein? Ist sie denn so plötzlich krank geworden? Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, wir müssen auch die Polizei benachrichtigen, denn... Es könnte ja auch etwas anderes sein. Was meinen Sie damit? Mord? Meinen Sie etwa Mord? Allerdings. Oh Gott, das ist ja grauenhaft. Nein, nicht die Polizei. Der Arzt wird gleich hier sein. Der wird sich alles herausstellen. Doch, 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 Fräulein Vera. Die Polizei muss kommen, damit alles seine Ordnung hat. Ja, so gehen Sie doch. Telefonieren Sie, damit endlich jemand kommt. Man
Ist ja schrecklich, so allein zu sein. Wir sind doch alle hier. Wir können Sie sofort herkommen. Berner Straße 78. Fremdenheim anders, ja. Hier ist jemand tot. Na, das wissen wir nicht. Ich meine, vielleicht ist es gewaltsam erfolgt. Nein, die Dame regt sich nicht mehr. Ja, ganz recht. Nummer 78. Danke sehr. Danke verbindlich. Dr. Kugler. Ja. Na, wo ist denn nun das kranke Hühnchen? Kommen Sie bitte mit, Herr Doktor. Sonderbare Sache, das. Meinen Sie nicht auch? Ja. Ja. Mordkommission. Kriminalkommissar Petersen, sind Sie die Inhaberin der Pension? Ja, Frau Anders. Wo ist die Tote? Doch, der Arzt ist schon drinnen. Danke. Wollen Sie bitte allen Bewohnern der Pension mitteilen, dass sie sich zur Verfügung halten sollen? Niemand darf die Wohnung verlassen. Kriminalkommissar Petersen. Dr. Kugler. Ich hörte schon, dass ein Arzt gerufen worden ist. Die haben die Tote untersucht? Ja. Sie liegt aber noch in derselben Stellung wie bei meinem Eintreffen. Diagnose? Exitus letalis, offenbar durch Erwürgung. Also gewaltsamer Tod. Schneider, Spuren sichern und die Fotografen. Ja, Kommissar. Übrigens lassen die geröteten Stellen auf der Brust auf energische Wiederbelebungsversuche schließen. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Ist der Fräulein Kaufmann noch nicht wieder im Hause? Seltsam. Suchen Sie mir inzwischen die Telefonnummer der Pension heraus, in der Fräulein Kaufmann wohnt. Ach, diese Aufregung ist ja furchtbar. Ja, es ist wirklich furchtbar. Fräulein Kaufmann, bitte zur Vernehmung. Soll's machen. Ja. Diese Liebesgeschichten. So. Und wann haben Sie Fräulein Hirsch zuletzt gesehen? Am Abend im Kino beim Dienst. War Fräulein Hirsch dort außerhalb Ihres Dienstes mit irgendjemand zusammen? Mit Herrn Blennemann. Blennemann? Das ist doch der Kollege von Herrn Flügger. Ja, aber Flügger war es nicht. Und das gehört nicht hierher. Sie haben doch um die gleiche Zeit Dienstschluss. Ja. Sind Sie da nicht noch hier in der Pension mit Fräulein Hirsch zusammengetroffen? Nein. Oh Gott, haben Sie sich doch nicht so zimperlich. Wer sind Sie denn überhaupt? Hm? Mordkommission. Und sagen Sie, kannten Sie eigentlich Herrn Flügger näher? Natürlich. Er war doch oft hier. Ich meine, wenn er in Berlin war. Hm. Herr Flügger ist wohl viel unterwegs. Ja, er hat doch einen sehr verantwortungsvollen Posten. So? Ja, er bringt doch das Heilserum mit seinem Flugzeug in die Tropen, wo es ganz dringend gebraucht wird. Und das ist immer sehr eilig. Denken Sie, wenn er mal nicht pünktlich kommt, was das für schreckliche Folgen haben kann. Das glaube ich. Herr Flügger wohnte doch nicht hier. Nein. So viel ich von Helene, von Fräulein Hirsch weiß, hat er eine eigene Wohnung am Flughafen. Aber das weiß ich natürlich nicht. Ich war ja nie dort. Gut. Kannten Sie auch Herrn Blennemann? Flüchtig. Ich danke Ihnen, Frau Kaufmann. Kinder. Das nicht zu fassen. Herr Stülken, bitte. Herr Stülken, bitte. Stülken, er war doch eben noch hier. Ja. Er wird auf seinem Zimmer sein. Ich sehe mal nach. Sagen Sie mal, kann das noch lange dauern? Wird sich wohl noch eine Weile hinziehen. Ich hab's ja gleich gesagt. Ich komme nicht mehr zu meinem Dämmerschuppen.
Stülken ist nicht da. Stülken? Aber wäre sie irren sich bestimmt. Nein, nein. Warum sollte Stülken verschwinden? Dasselbe könnte man von uns auch sagen. Und doch möchte keiner von uns gern hier sein. Herr Kommissar. Stülken ist nirgends zu finden. Ich habe die ganze Wohnung durchsucht. Sofort das Haus abriegeln. Durchsuchung, Sende, Keller und Bodenräume. Jawohl, Herr Kommissar. Er kann nur durch das Fenster gegangen sein. Sehen Sie, Herr Kommissar? Seit links, daneben das Vordach. Es ist ein leichtes, darunter zu springen. Ich sehe. Nun ist der Bursche natürlich über alle Berge. Tja, klar wäre der Mordfall ja nun. Bloß, dass wir den Täter nicht haben. Wieso ist der Mordfall klar? Er ist gar nicht klar. Tja, aber... Nun wird uns zur Durchsuchung des Hauses auch nicht viel nützen. Aber vielleicht sagt uns das Zimmer etwas mehr. Ach, holen Sie doch mal hier. Ja, Herr Kommissar. Einen Korn. Übrigens, Herr Kommissar, die Beamten sind auf der Suche. Gut. Na, geben Sie mal her. Sieh mal an, kleiner Gelegenheitsverbrecher. Typischer Fall von Einzelgänger. Trauen Sie dem Mann einen Mord zu? Warum nicht? Na, Gott gebe, dass Sie recht haben. Jedenfalls wollen wir uns daraufhin unsere Gemäldesammlung genauer ansehen. Und jetzt möchte ich Frau Anders noch einmal sprechen. Jawohl, Herr Kommissar. Ich möchte dann gleich hinterher Frau Kaufmann noch mal sprechen. Jawohl, Herr Kommissar. Sie sagten vorhin, Sie hätten in der vorigen Nacht gleich nach der Rückkehr von Fräulein Hösch einen erregten Wortwechsel mit einem Mann aus Ihrem Zimmer gehört. Ja, der Wortwechsel war so laut, dass ich nicht schlafen konnte. Kann der Mann, dessen Stimme Sie hörten, eventuell Stülken gewesen sein? Ganz bestimmt nicht, Herr Kommissar. Meiner Meinung nach war es Herr Flügger. Sind Sie dessen sicher? Ganz gewiss, Herr Kommissar. Ich danke Ihnen, Frau. Ja, bitte. Noch eine Frage, Frau Kaufmann. Ja, bitte. Als Sie bei Frau Anders im Zimmer waren, kam Herr Opphagen nach Hause. Er sang laut und fröhlich, wenn ich mich recht entsinne. Zur gleichen Zeit ist aber auch Herr Flügger mit Fräulein Hösch auf deren Zimmer gegangen. Als Sie über die Diele gingen, haben Sie da die beiden nicht gesehen? Ich kann mich nicht entsinnen. Sie können sich nicht entsinnen. Das ist schade, Frau Kaufmann. Moment mal, Fräulein. Ja, bitte? Wer ist da? Sie werden vom Unionpalast verlangt. Sprechen Sie, aber ganz unbefangen, bitte. Ja, hier wäre der Kaufmann. Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, mich ohne ein Wort der Entschuldigung hier warten zu lassen. Ich kann Ihnen das so am Telefon nicht erklären. Es ist etwas geschehen. So, Sie können mir das nicht erklären. Sie können sich auch nicht entschuldigen. Gut, so nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie ab heute fristlos entlassen sind. Die Hösch ebenfalls. Richten Sie das aus. Im Hause kam noch der Treppe vor Herrn Hösch getroffen. Haben Sie irgendetwas Besonderes an ihr bemerkt? Nein, Herr Kommissar, nicht das Geringste. Na, denken Sie mal scharf nach. Die ganzen Dinge werden hier wichtig. Haben Sie denn vor Herrn Hösch nicht näher betrachtet? Sehen Sie, das ist es eben. Ich interessierte mich nie für Fräulein Hösch. Ja, wenn es Fräulein Vera gewesen wäre. Zur Sache, mein Guter. War sie denn irgendwie verändert gegen sonst? Richtig, jetzt fällt es mir ein. Sie war ganz besonders ruhig. Viel stiller als sonst. Na, sehen Sie also doch etwas Besonderes. Wieso? Und wohin, meinen Sie, ging Fräulein Hösch? Ein Mann wartete auf der Straße. Ein Mann und eine Taxe. Ich nehme an, dass das damit zusammenhing. Konnten Sie den Mann erkennen? Nein. Kann es Blennemann gewesen sein? Doch, das wäre möglich. Gut, ich danke Ihnen.
Darf ich jetzt gehen? Ja. Schneider, rufen Sie Herrn Opphagen rein. Jawohl, Herr Kommissar. Herr Opphagen, bitte. Ja, bitte, Herr Kommissar. Eine verdammt knifflige Sache, so ein Verhör. Ich schwitze direkt vor Aufregung. Hat der Kommissar irgendeinen Verdacht geäußert? Er wird sich hüten. Solange der Fall nicht aufgeklärt ist, sind wir alle verdächtig. Aber nach Herrn Blennemann hat er gefragt. Und was machen Sie gewöhnlich abends, Herr Opphagen? Oh, man ist alt, Herr Kommissar. Man geht früh schlafen. Was soll man weiter tun? Aber gestern Abend kamen Sie doch spät nach Hause. gestern Abend, Herr Kommissar. Das war auch etwas anderes. Da hatte ich einen lieben alten Freund getroffen. Man verplaudert sich, die Zeit vergeht. Sagen Sie, Sie sind sehr laut gewesen, gegen Ihre Gewohnheit. Ja, das muss man wohl sagen, Herr Kommissar. Ich schäme mich auch heute fast. Es war ungehörig. Aber ich hatte auch einige Gläschen Rotspuren in der Kehle. ja, das war es. Und nur noch eine Frage über Fräulein Hösch. Ist Ihnen etwas Besonderes an ihr aufgefallen? Nichts, Herr Kommissar. Sie war lustig und fidel, wie immer. Ein liebes Mädchen war es, ein gutes Kind, muss man schon sagen. Ein richtiger Sonnenschein. Aber gestern war sie wohl doch etwas nervös. Sie war nervös? Ach. Ja, es kam mir so vor, irgendetwas stimmte da nicht. Aber ich kann mich ja auch getäuscht haben. So, na, ich danke Ihnen, Herr Opphagen. Wissen der Herr Kommissar schon etwas Bestimmtes? Nein. Na, und wenn, dann würde ich es Ihnen ja nicht sagen. Nee? Schade. Na, ich werde jedenfalls heute noch fleißig darüber nachdenken. Vielleicht komme ich noch auf etwas Wichtiges. Ja, Molle. Ich will scheinbar was von dir. Wieso? Der Bier dauert so rüber. Wolle? Nee, sieht ja aus wie ein ausgelutschter Hering. Ach, der? Übrigens, wenn du nochmal Schielauge zu mir sagst, brauche ich das halbe Maul. Sag doch bloß aus Freundschaft. Du hast ja mal die Augen richten lassen. So erkennt dich doch jeder Geheime sofort. Na, Stülken? Immer noch so stolz wie früher? Ich wollte eben schon rüberkommen, um mit dir zu sprechen. Sieh mal. Ich habe doch bis jetzt allein gearbeitet. Ja, du warst ja immer zu fein, um in unserer Kolonne mitzuarbeiten. Ich bin ja auch ganz gut dabei zurechtgekommen. Na also, was willst du dann? Hör mal. Aber nun musste ich plötzlich wegziehen, wo ich gewohnt habe. Polizei? So ähnlich. Und da habe ich alle Sachen liegen lassen müssen. Mein ganzes Werkzeug und so. Nun ist es natürlich schwer, neu anzufangen. Nun soll ich dich mitnehmen, hä? Wenn das ginge. Für einen tüchtigen Spezialisten gibt es immer was zu tun. Tja, es ist wirklich einigermaßen schwierig, sich da durchzufinden. Na, nun fehlen uns allerdings noch die beiden wichtigsten Aussagen. Die der beiden Flieger. Entscheidend ist, wer zuletzt von beiden bei der Hösch war. Ist ja immerhin möglich, dass es sich um eine Eifersuchtsaffäre handelt. Und der Mechaniker? Nach dem lasse ich fahnden. Er ist durch seine Flucht am stärksten belastet, aber ich glaube nicht, dass er der Täter ist. Obwohl die Indizien so stark gegen ihn sprechen? Mhm. Verlassen Sie sich nicht etwas zu sehr auf Ihr Gefühl, Petersen? Sie wissen ja, wie verschieden wir beide sind, Dr. Littmann. Sie machen es eben anders. Hallo, Flughafen bitte. Ich glaube, Stülken ist eher etwas für Ihr Einbruchsdezernat. Für mich weniger. Hallo? Ja. Hallo, Flugleitung bitte. Ja, hier spricht Kriminalpolizei. Können Sie mir sagen, wo sich das Flugzeug der deutschen Annelienwerke jetzt befindet? Schon auf dem Rückflug? Mit der Besatzung Flüger Blennemann? Was? Beide an Bord? Ja, danke sehr, Alter. Also entweder sind die beiden Jungen sehr unverfroren oder... Oder wirklich harmlos.
Ihr Gefühl, Petersen. Ihr Gefühl. Bloß, was ich noch sagen wollte. Hm? Wie wär's mit einem kleinen Vorschuss? Mhm. Ich muss mir doch neue Sachen anschaffen. Werkzeuge, eine neue Kluft und... Verstehe ich alles, ja, ja. Könntest du mir nicht, muss ich? Nein, ist bei mir nicht drin. Nein. Wir haben zwar erst vorige Woche einen großen Zug gemacht, aber dieser verfluchte Julius lässt da ja nicht vom grünen Zweig kommen. Nein, ich kann dir leider nichts geben. Wir könnten höchstens mal mit Julius sprechen, ob er einen Vorschuss bewilligt. Wer ist denn Julius? Weißt du, kennst Julius nicht? Nein, wen hast du denn an Diebsgut immer verkauft? Verschieden, meist privat unter der Hand. Zwei Körner, bitte. Ah, ja. Na, Julius ist unser Mann. Er kauft unbesehen alles, was in der Gegend geklaut wird hier. Ja. Dann zahlt diese Sau natürlich Schandpreise und drückt uns immer mehr. Aber was soll man machen? Wir sind doch alle in seiner Hand. Zeiten sind das. Die Polizei ist ja auch so scharf, dass man sich jetzt sogar auf seine Hehler verlassen muss. Man weiß ja Bescheid, nicht? Sicherungsverwahrung, Vorbeugungshaft im Besserungslager, nicht? Ja. Und so. Ja. Kannst du nicht mal mit Julius sprechen? Ich meine, wegen des Geldes. Ja, das kann ich machen. Ist ja gleich hier drüben, am Güterbahnhof. Der Chef ist in der Stadt. Was gibt's denn? Ich will sprechen. Ja, das wird nicht zu machen sein. Er kommt erst gegen Abend zurück. Ja, aber telefonisch zu erreichen, ne? Ja, das schon, aber ich weiß nicht. Mach schon, gib die Nummer. Na, dann werde ich anrufen. Worum handelt es sich denn? Hab ich ja gesagt, müssen selber sprechen. Na schön. Ja, hier Julius Klitsch, Nachfolger. Könnte ich vielleicht mit dem Chef sprechen? Ja, entschuldigen Sie bitte, dass ich störe, aber hier ist ein Mann. Hallo, Chef. Hier spricht Schielauge. Ich hätte einen neuen Mann für uns. Können wir sehr brauchen. Mhm. Wie wär's mit deinem Vorschuss? Braucht nicht viel zu sein. 300 bis 400 Mark. Ja, der Mann muss sich eine neue Kluft kaufen. Wird ja auch alles abarbeiten. Ja. Ja, bitte? Jawohl, wird erledigt. Jawohl. Jawohl. Ich soll Ihnen 300 Mark auszahlen. Gegen Quittung. Na, siehst du, Kleiner? Hatte 200 Eier. Mehr hat Julius nicht bewilligt. So. Brauche ich meine Quittung, damit ich bei Julius gedeckt bin. Gern. Na, spielst du einfach die Billard mit mir? Ja, ist geritzt, ich hole gleich nach. Schreibst einfach 200 Mark in Worten 200 Mark von Schielauge a Konto Julius erhalten. Berlin in so und so viel, nicht? Du kannst mir rüberbringen.
ist hier weg. Herr Pflücker, Herr Blindemann. Ja, bitte. Darf ich bitten, mit uns mitzukommen? Ja, warum? Was ist denn los? Das ist der Kriminalpolizei. Was ist los? Nochmal, ich komme hier nicht weiter. Doch wenigstens vorläufig nicht. Die beiden Flieger, die Hauptverdächtigen, kommen von einem Auslandsflug zurück, ohne die Gelegenheit benutzt zu haben, einfach zu verschwinden. Also gefühlsmäßig sehe ich daran eine Bestätigung ihrer Unschuld. Aber hören Sie, Petersen, das ist doch ein offenbarer Denkfehler. Wenn der Mörder so dumm gewesen wäre, zu verschwinden, so wäre doch gerade das ein Beweis seiner Schuld. Ist er aber intelligent, und das sind doch die beiden Flieger, da muss er sich sagen, wenn ich in Rom oder sonst wo verdufte, weiß man, dass ich der Mörder bin. Da ich nicht vom Erdboden verschluckt werden kann, muss ich also eines Tages geschnappt werden. Ergo, ich komme zurück, so unbefangen, als sei überhaupt nichts geschehen. Den Gedanken habe ich natürlich auch gehabt. Aber mein Gefühl sagt mir... Ja, Doktor? Mein Gefühl sagt mir, so ausgekocht ist weder der Pflücker noch der Blendemann, dass sie auf diesen konstruierten Gedanken kämen. Denken Sie doch nur an die Ausführung des Mordes, die alles andere als raffiniert war. Verzeihung, Herr Kommissar, die beiden festgenommenen Pflücker und Blendemann sind draußen. Außerdem möchte Sie Herr Opphagen sprechen. Hm. Führen Sie mir erst den Herrn Opphagen vor und dann die beiden Festgenommenen. Die beiden Festgenommenen gleichzeitig? Ich bitte sehr um Verzeihung, Herr Kommissar. Es sollte mir leid getan haben, wenn ich störe. Wenn Sie etwas Neues bringen, stören Sie gar nicht. Danke. Tja, ob ich etwas Neues bringe, weiß ich natürlich nicht, Herr Kommissar. Denn man weiß ja nicht, was der Herr Kommissar wissen. Und das ist ja auch ganz gut so. Also, was gibt's? Tja, also, Herr Kommissar, ich habe mir während der ganzen Nacht und während des ganzen Tages meine Gedanken gemacht. Ich sagte ja schon neulich, dass ich mir alles durch den Kopf gehen lassen würde. Nun kommen Sie schon zur Sache. Tja, Herr Kommissar, wenn ich ehrlich sein soll und wenn ich mich kurz ausdrücken soll, ich halte den Mechaniker Stülken nicht für den Täter. Sondern? Tja, Herr Kommissar, wer es nun wirklich ist oder vielmehr wer es sein könnte, denn man muss ja bei solchen ungeheuerlichen Anschuldigungen sehr vorsichtig sein. Das wollte ich dem Herrn Kommissar eben gerade darlegen. Na, dann schießen Sie mal los. Aber kurz, wenn ich bitten darf. Bitte schön, womit darf ich dienen, wenn ich fragen darf? Ich möchte einen Anzug. Jawohl. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Ich habe hier zum Beispiel... Wenn wir was zeigen, Moment mal. Den. Darf ich mal bitten? Hier etwas in Sportausführung. Ebenfalls etwas im dunklen Ton gehalten, aber in der Qualität ganz hervorragend. Auf dem Schnitt. Hier.
Haben Sie zu dem Frau Prenzler eine Aktennotiz gemacht? Ist schon an die Kriminalpolizei weitergegeben. Frau Prenzler ist übrigens wegen Warenhausdiebstahls mehrfach vorbestraft, wie ich festgestellt habe. Sie kommt bestimmt nicht sehr glimpflich davon. Na, das schadet ihr gar nichts. Ist gut, dass wir Sie gefasst haben. Übrigens, ein ganz hübsches Kunststückchen von Ihnen gewesen. Ein Ruhmesblatt für unser Detektivbüro. Vielen Dank, Herr Kollege. Bitte, bitte. Was ist denn das? Mädchenmord? Ich dachte, das wäre jetzt seltener geworden. Mechaniker Wilhelm Stülken, besondere Merkmale, etwas verwachsene Schulter. Na, geht uns ja Gott sei Dank nichts an. Sagen Sie mal, ist heute nicht die Dicke wieder dran? Die Handtaschenmörderin? Richtig, heute ist ja Donnerstag, da kommt sie meistens. Da werde ich mal durchs Haus gehen, ein bisschen die Augen offen halten. Vielleicht kriegen wir sie heute. Was Sie mir gesagt haben, sind nur Vermutungen, aber keine Tatsachen, Herr Obhagen. Ich kann nur Tatsachen gebrauchen. Sie verlangen etwas viel von einem Laien, wie ich es bin, Herr Kommissar. Ich kann nur Beobachtungen mitteilen und ich hielt es für meine Pflicht, das zu tun. Wenn es unnütz gewesen sein sollte... Ich werde Ihre Angaben nachprüfen. Jetzt muss ich Sie aber bitten, meine Zeit nicht länger in Anspruch zu nehmen. Ja, aber selbstverständlich, Herr Kommissar, das versteht sich. Sie haben ja schließlich mehr zu tun. Ich habe mich ja auch kurz gefasst, oder? Ja, es ging. Ja, das freut mich, Herr Kommissar. Das freut mich wirklich. Ich werde auch weiter fleißig über alles nachdenken. Schneider! Kommissar? Hier, Herrn Flügger und Blendemann zu Hause. Eine kleine Änderung wäre noch hier. Der Herr hat eine etwas verwachsene Schulter. Können Sie mir die Änderung gleich machen? Ich will mal sehen. Ich werde mal nachfragen. Dann schicken Sie doch bitte die Belege und richtig. Wo ist denn der Stecktisch geblieben, den ich hier gehabt habe? Ja, was ist denn los? Hier. Donnerwetter. Das ist er. 68,50 macht es dann mit der Änderung. Nehmen Sie den Anzug gleich mit. Ja, am besten ich ziehe ihn gleich an. Bitte. Herr Stülken. Ja? Würden Sie mir bitte folgen? Ich bin der Hausdetektiv. Hausdetektiv, alle Ausgänge schließen, Verbrecher im Haus, ich bin im Dachgarten.
bin noch ganz außer mir. In dem Augenblick, als ich auf Flügger zugehen wollte, um ihn zu warnen, wurden er und Blennemann verhaftet. Verhaftet, Frau Anders, mitten auf dem Flugplatz. Was mag nur mit ihm geschehen? Sonderbar. Vielleicht handelt es sich überhaupt um Blennemann? Ich weiß nicht. Vielleicht geht es wirklich nur um Blennemann. Hoffentlich. Ja, wieso trauen Sie den Flügger die Tat zu? Nie und nimmer. Ich glaube felsenfest, dass er unschuldig ist, aber Sie wissen doch, wie es manchmal ist, Frau Anders, dass man ganz unschuldige Menschen verdächtigt wegen irgendwelcher dummen Zufälle. Davor wollte ich ihn bewahren. Nun hat es ihn doch erwischt. Ja, es wird sich schon alles herausstellen. Also ich glaube nicht, dass Flügger die Tat begangen hat. Er nicht und Blennemann auch nicht. Wollen Sie auch anders? Ja, am Apparat. Jawohl, Herr Kommissar. Um 16.30 Uhr. Jawohl. Was ist denn? Denken Sie, ich bin zur Vernehmung bestellt. Beim Kommissar Petersen. Wohnung, Kaiserstraße 47. Sie wissen sicher, meine Herren, um was es sich handelt. Nein. Nein. Was heißt das? Mordsache Hösch. Ist das Helene? Helene Hösch. Mordsache? Ist sie etwa? Ja, sie ist tot. Tot. Helene ist... Sie wurde in der Nacht ermordet, als Sie bei ihr waren. Ich? Nicht der eine oder der andere. Sie waren ja in jener Nacht beide mit Fräulein Hösch zusammen. Es ist nur die Frage, wer zuletzt mit ihr zusammen war. Also Helene tot? Das ist doch nicht möglich. Doch. Nach ihrer Abreise ist Fräulein Hösch ermordet aufgefunden worden. Und Sie beide stehen unter Tatverdacht. Ermordet? Und weil ich zuletzt mit ihr zusammen war, soll ich sie ermordet haben? Sie waren gar nicht der Letzte. Sonne? Ihr Kollege, Herr Blennemann. Scheinheiliger Schuft. Halt, meine Herren, keine Aufregung. Wir werden den Fall schon klären. Herr Flügger, Ihre Wirtin in der Kaiserstraße am Flughafen hat erklärt, Sie seien erst gegen 4 Uhr morgens nach Hause gekommen. Stimmt das? Ja. Wo waren Sie so lange? Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Herr Blennemann, auch Sie haben Helene Hörstoff gesprochen, und zwar ab 2 Uhr morgens ungefähr. Äußern Sie sich bitte. Ich kam gegen 1:45 mit einer Taxe vor der Pension Anders vorgefahren, um Fräulein Hösch zu sprechen. Ich gebe zu, ich wollte sie für mich gewinnen. Ich ließ die Taxe warten und rief Helene herunter. Das ist nicht wahr. Du wolltest raufkommen. Woher wissen Sie das? Er wollte raufkommen. Helene weigerte sich aber. Hat Ihnen das Fräulein Hösch erzählt? Nein. Dann haben Sie es also selbst schon angehört? Ja. Um diese Zeit waren Sie also noch bei Fräulein Hösch? Ja. Ich habe alles gesehen und gehört. Er kam und wollte Helene sprechen. Und Helene ging herunter. Es war natürlich alles nur Bluff, er wollte bloß zu ihr rauf. Und Helene hat mir später dann alles erzählt. Sie geben also damit zu, dass Sie noch nach Herrn Blennemann bei Fräulein Hösch waren? Ja. Gut, ich werde Ihre Angaben nachprüfen. Also Julius erhalten. Stöken. Wer ist bloß dieser Julius? Tja. Seit einem Jahr hört man dauernd den Namen Julius. War das alles, was Sie in Stölkens Taschen gefunden haben? Jawohl. Na, viel ist es gerade nicht. Nur noch eins. Unter Ihren Sachen, die selbstverständlich beschlagnahmt worden sind, befindet sich ein ziemlich kostbarer goldener Ring. Wie steht es damit? Das ist aber doch kein kostbarer Ring, das ist doch ganz wertloses Zeug. Na, so wertlos ist er nun wieder nicht. Aber erzählen Sie nur. Diesen Ring, den gab mir Helene als gewissermaßen Abschiedsgeschenk. Wir haben uns an dem Abend getrennt. So. Übrigens besitzt Fräulein Hösch noch mehrere solcher kostbaren Schmuckstücke. Weiß ich nicht. Diesen Ring gab ihr Herr Obhagen. Wir trafen ihn vor der Haustür. Und dann gab Ihnen Fräulein Hösch den Ring? Ja. Oder haben Sie ihn sich genommen? Selbstverständlich nicht. Der Ring ist sehr kostbar. Und das wussten Sie nicht? Nein, ich habe ihn mir nie genau angesehen.
Dann wussten Sie also auch nicht, dass die Steine Brillanten sind? Nein. Herr Flügger, es tut mir leid, aber ich muss Sie da behalten. Warum hat man ihn denn verhaftet? Weil er der Letzte gewesen ist, der mit Helene Hösch zusammen war. Aber das ist doch kein Grund, so ein ehrlicher Mensch wie Herr Flügger war und so treu. Tja, das finde ich ja auch. Aber es werden wohl noch mehr Indizien dazukommen. Der arme junge Mensch. So, das ist alles, was man bei Stülten gefunden hat. Hier, der Bierdeckel ist merkwürdig. Darf man? Bitte sehr. 200 Mark, Schielauge, Julius. Sagen Sie, wer ist Julius? Und wer ist Schielauge? Schielauge kennen wir, ein oft vorbestrafter Gewohnheitsverbrecher. Könnte man ihn eventuell dingfest machen? Ja, hätte man was auf dem Kerbholz. Wir wissen aber nicht, wo er sich im Augenblick befindet. Das ist komische Sache. Quittung auf einem Bierdeckel. Berliner Schlossbräu. Na, Umfrage an alle Lokale, die diese Bierfilze verwenden. Vielleicht verkehrt der Mann dort öfters. Zweitens. Jawohl. Umfrage bei allen Taxichauffeuren. Wer hat in der Nacht zum 17. einen Herrn zum Fremdenheim anders gefahren und dort gewartet? Jawohl. Drittens müssen wir den Eigentümer dieses Ringes ermitteln. Sehr richtig. Als gestohlen ist er uns noch nicht gemeldet. Also, Aufruf an Mitarbeiter des Publikums. Wem gehört der Ring? Mit vergrößerter Abbildung. Einverstanden? Natürlich, natürlich. So, das wäre alles. Jawohl. Halter 1. Lassen Sie Herrn Opphagen vorführen. Jawohl. Nun, was meinen Sie? Bedarf es jetzt noch eines Wortes? Der Einzige, der als Täter wirklich in Frage kam, hat es vorgezogen, aus dem Leben zu scheiden. Stülken? Sehr richtig. Oder meinen Sie, dass ein Mann, der nur harmlose kleine Einbruchsdiebstähle auf dem Kerbholz hat, sich so wüst gebärdet? Unter Umständen ja. Mir tut nur leid, dass ich den Einzigen vorläufig einsperren muss, den ich, meinem Gefühl nach, für wirklich unschuldig halte. Flügger? Ja. Ich finde jedenfalls, dass es furchtbar leicht ist, einen Menschen als Verbrecher zu verdächtigen, wenn man nur nach dem geht, was auf der Hand liegt. Und Blennemann? Kann ich vielleicht Herrn Opphagen sprechen? Herr Opphagen? Der ist im Augenblick nicht zu Hause. Kann ich was bestellen? Nein, danke. Wir kommen dann nachher nochmal wieder. Bitte schön. Bitte schön, was darf es denn sein? Zwei Korn. Zwei Korn. Das ist doch der Spielball. Wer spielt denn hier, ich oder ich? Schließlich spiele ich ja für mich allein. Das ist es ja gerade. So einen tüchtigen Spieler hätten wir eben gern bei uns, Schielauge. Naja, die Partie hättet ihr mich wenigstens zu Ende spielen lassen können. Zahlen. Zahlen, 2,40. Und Sie seien so vorsichtig, mit Zeichen machen und so. Was? Wieso haben Sie überhaupt gemerkt, dass wir von der Kriminalpolizei sind? Die kamen mir gleich so verdächtig vor. Die sehen so harmlos aus, nicht? Fräulein Kaufmann, ich habe Sie leider herbitten müssen. Ich muss ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Bitte? Sie sind sehr unklug, Fräulein Kaufmann. Was habe ich denn getan? Wissen Sie, dass Herr Flügger festgenommen ist? Ja. Nun also, Sie sehen daraus, dass alle Ihre Anstrengungen nichts genützt haben. Bitte nehmen Sie Platz. Was meinen Sie damit, Herr Kommissar? Sie wissen es ganz genau. Aber wenn Sie wollen, kann ich Sie noch einmal erzählen. Warum versuchten Sie, das Ergebnis der Tatortuntersuchung zu beeinflussen, indem Sie die zertrümmerte Nachttischlampe im Zimmer von Fräulein Hösch unter das Bett schoben? Im darauffolgenden Verhör fragte ich Sie, ob Sie Fräulein Hösch nach Ihrer Arbeit im Union-Theater noch gesehen hätten. Sie verneinten diese Frage. Nun und? Tatsache ist, dass Sie Fräulein Hösch sehr wohl gesehen haben, und zwar mit Herrn Flügger zusammen, als Sie in der Pension anders über die Diele gingen. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Drittens.
Sie haben versucht, den Chefpiloten Flügger vor der Kriminalpolizei zu warnen, als er auf dem Flugplatz landete. Sie sind dabei gesehen worden. Stimmt's? Ich habe... Fräulein Kaufmann, ich will Ihnen mal was sagen. Ihre Sympathie für Herrn Flügger in allen Ehren, aber Sie dürfen sich nicht selbst damit gefährden. Sie nützen nämlich niemandem und schaden nur sich selbst. Herr Flügger sitzt in Haft. Wenn Sie aber so weiterverfahren, so kann das nur dazu führen, dass ich Sie wegen dringenden Verdachtes der Mittäterschaft ebenfalls verhaften lassen muss. Mein Gott. Sehen Sie, ich weiß alles. Sie haben Herrn Flügger gern. Das stimmt nicht. Es stimmt. Sie wollen Flügger retten, aber Sie dürfen es nicht ungeschickt machen. Ja, aber was soll man denn tun? Alles geht doch schief. Er ist doch unschuldig, Herr Kommissar. Und niemand hilft ihm. Da wollte ich ihm wenigstens ein bisschen beistehen. Das ist sehr schön von Ihnen, Frau Kaufmann. Aber merken Sie sich, die Kriminalpolizei ist schlauer, als man denkt. Man zieht immer den Kürzeren, wenn man nicht bei der Wahrheit wagt. Und außerdem sind wir ja schließlich dazu da, die wahren Schuldigen zu finden. Wird ihm denn nun was geschehen? Vorläufig nicht. Machen Sie sich keine so großen Sorgen. Er verdient ja gar nicht. Schielauge habe ich vernommen. Den Einbruchsdiebstahl, aus dem der Ring stammt, hat er ohne weiteres eingestanden. Was sonst gar nicht seine Art ist. Das ist ja immerhin schon was. Tja, man müsste herausbekommen, wer Julius ist. Dieser Hehler scheint doch überall seine Hand im Spiele zu haben. Wenn wir ihn haben, würde bestimmt ein weiterer Rückgang der Einbruchsdiebstähler erfolgen. Ja, wer Julius ist, müsste eigentlich doch Schielauge wissen. Ja, natürlich. Er weiß es auch. Aber er sagt es nicht. Kann ich mir den Burschen mal vornehmen? Bitte. Selbstverständlich. Lassen Sie Schielauge vorführen. Drüben im Zimmer von Kriminalkommissar Petersen. Ja. Bei mir sieht's böse aus. Na nu, wieso? Ja, die Sache wird immer verworrener. Dieser Obharen ist plötzlich verschwunden, als ich ihn wegen des Ringes vorladen wollte. Unter Ihren Leuten scheint ja eine solche von schlechtem Gewissen ausgebrochen zu sein. Tja. Erst Stülken, jetzt Obharen. Und das Merkwürdige ist, dass sich hinterher meist alles harmlos aufklärt. Ich komm und komm nicht weiter. Na und was sagt nun Ihr Gefühl, Petersen? Mein Gefühl sagt mir, dass wir wohl noch einige Überraschungen erleben werden. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Statten, Schielauge. Schielen Sie immer oder nur manchmal? Schielen ist leider echt. Das ist aber auch wohl das Einzige, was an Ihnen echt ist. Haben ja genug auf dem Kerbholz. Dass Stülken tot ist, wissen Sie? Ja, der Herr Doktor hat mir davon erzählt. Der arme Kerl hat eigentlich immer Pech im Leben gehabt und nun stirbt er auch noch. Er hatte von Ihnen einen Vorschuss bekommen. Ah, Sie haben die Quittung gefunden. Erraten. Wer ist Julius? Das kann ich nicht sagen. Das wäre dumm von Ihnen. Sie werden Julius doch nicht mehr gebrauchen können. Das sagen Sie nicht, Herr Kommissar. Ach, Sie denken, in ein, zwei Jährchen ist die Geschichte mal wieder ausgestanden. Ein Jahr, sechs Monate kriege ich auf das, was ich gestanden habe. Na, Sie müssen es ja wissen. Was Sie aber anscheinend nicht wissen. Hinterher kommt die Sicherungsverwahrung oder das Besserungslager. Herr Kommissar, das werden Sie mir doch nicht antun. Sehen Sie, ich habe es Ihnen auch schon gesagt. Mit Verlaub, ich habe es nicht ernst genommen. Kennen Sie diesen Ring? Nein, kann ich mich nicht erinnern. Ich bin ja so froh, Frau Anders. Der Kommissar schien auch nicht an Flügers Schuld zu glauben. Nun wird vielleicht noch alles gut. Ich freue mich sehr. Für Flüger und für Sie. Und wenn er dann zurückkommt, werde ich ihm erzählen, wie tapfer Sie für ihn gekämpft haben. Wenn er wiederkommt. Wäre, Sie müssen nur fest daran glauben, dann kommt er ganz bestimmt. An diesem Ring klebt Blut. Erst Indiz in einer Mordsache. Um Himmels Willen. Sie sind der Letzte, der nachweislich mit diesem Ring zu tun hatte. Er stammt aus dem Einbruch, an dem Sie beteiligt waren. Der Eigentümer hat sich bereits gemeldet. Wen man nicht hat, den kann man nicht hängen. Aber wen man hat, an dem bleibt es hängen. Und Sie haben das Pech, in den Händen der Polizei zu sein. Herr Kommissar, ich habe schon manches Ding gedreht, aber Mord. Sehen Sie? Nein, mit Blut will ich nichts zu tun haben. Das kann der Herr Doktor bezeugen. Der kennt mich seit Jahren. Tja, mein Lieber. Sie haben die Möglichkeit, sich von dieser Geschichte reinzuwaschen. Bitte wie? Das will ich Ihnen jetzt erzählen. Na, Bernhard, was macht denn der Flügger? Ich glaube, es steht schlimm. Er sitzt in der Mausefalle. Der arme Junge. Das alles wegen dem Mädel. Mahlzeit, meine Herren. Sie werden mich also zu der Besprechung bei Julius mitnehmen. Wie viele Leute werden da sein? Etwa 8 bis 10, die auch für Julius arbeiten.
Wir wollen nämlich mit ihm verhandeln. Er drückt uns die Preise immer niedriger. Gut. Wann ist diese Besprechung? Heute Abend um 9 Uhr. Sagen Sie, Schielorgel, weiß man schon bei Ihren Leuten, dass Sie festgenommen sind? Nein, das glaube ich kaum. Es könnte höchstens jemand in der Kneipe gesehen haben, der es weitererzählt hat. Und das eine will ich Ihnen sagen, Schielorgel. Ich warne Sie ausdrücklich. Machen Sie keine Dummheiten und geben Sie keine Zeichen. Ich stelle mich als Ersatz für Stülken vor. Ganz recht, Herr Kommissar. Überall Kommandosstelle. Ja, danke sehr. Alles mal hier hören. Herr Wachmeister, Sie regeln mit der uniformierten Polizei den ganzen Gebäudekomplex ab. Jawohl, Herr Kommissar. Ich gehe mit Schielauer allein in das Büro von Julius. Wenn ich Signal mit der Trillerpfeife gebe, kommen Sie dazu. Jawohl, Herr Kommissar. Wollen Sie nicht doch lieber, Herr Kommissar? Aber kennen Sie mich denn immer noch nicht, leider. Außerdem könnte ja einer von den Gaunern auf die Idee kommen, hier in den Taschen herumzufingern. Nee, lassen Sie mal. Also dann komme ich mit. Da unterstehen Sie sich, alter Freund. Quatsch der mich noch dämlich an, wie ich sage, soll nicht aber sagen. Aber wenn Julius jetzt hergehen, mit dem würde ich aber... Namen. Willi. Namen, Gustav. Namen. Fragen, Emil. So. Will jetzt bei mir arbeiten. Kann gut reden, deswegen habe ich ihn mitgebracht. Na, mit Reden kommst du bei Julius nicht durch. Wenn wir uns von Kopf geben mussten. Das hilft. Wo ist denn nun Julius? Ist noch nicht da. Spielt einen feinen Pinkel. Ruhig warten lassen, denkt er. Na, bei mir aber nicht. Bei mir ist der Bart ab. Der ärgert mich schon lange. Dick und fett frisst sich der Kerl bei unserer Arbeit. Und wir kicken den Mond. Mir kann er sowas nicht machen. Ich arbeite bloß nach Tarifs. Der Junge ist richtig, kann man wohl sagen. Krank, Emil. Wenn Julius jetzt nicht bald kommt, dann gehen wir wieder. Na, ich habe mich etwas verspätet. Na, Willi? Immer noch so rabiat wie früher? Aber Herr Direktor, wie können Sie denn sowas sagen? Gustav? Lernt. Herr Kommissar, was machen Sie? Hallo. Kommissar Seck. Gehör doch dazu.
Wollen Sie nun ein Geständnis ablegen? An dem Abend, als ich die Hösch und den Schlüger vor der Haustür traf, kam ich sehr spät nach Hause. Die Kolonne hat ein großes Ding gedreht. Das muss man doch feiern, ne? Ich hatte einen ziemlichen Zacken, weil fiel mir ein Ring aus der Tasche, der zu der Beute gehörte. Das Ding war sehr wertvoll. Aber konnte mich verraten. Tat aber so, als sei er gar nichts wert. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Hösch so scharf auf dem Ring war. Habe ich mir so zum Spaß geschenkt. Sobald der Flieger weg war, da wollte ich ihn mir wiederholen. Habe ich mich die ganze Nacht auf die Lauer gelegt. Schließlich ging die Hösch hinunter, um mit dem anderen Flieger, dem Blennemann, zu sprechen. Und endlich verabschiedete sich auch Flieger. Noch eine Weile gewartet. Schlich ich mich in das Zimmer von der Hösch. Was wollen Sie denn hier? Ring, schönes Kind. Den Ring muss ich wieder haben. Der kostet nur 20 Pfennig, aber muss ihn haben, verstehst du? Den Ring habe ich nicht mehr, ich habe ihn verschenkt. Das ist nicht wahr. Du lügst. Gib den Ring zurück, sonst... Was wollen Sie von mir? Ich habe den Ring nicht. Verlassen Sie sofort mein Zimmer. Ich muss den Ring haben. Ich verstehe keinen Spaß, wenn es sein muss. Lassen Sie mich! Ich schreie. Ich hecke die ganze Person, wenn Sie nicht sofort gehen. Dann ist es eben passiert. Tja. Jetzt kommt das Furchtbarste, meine Herren. Das Warten. Türmen konnte ich ja nicht. Es hätte mich verraten. Ich versuchte bei ihnen den Verdacht andere zu lenken. Aber dann könnte ich Schweinerei mit dem Stühlchen. Ich hatte ihm nur einen Vorschuss gegeben. Na, den hat er wohl nicht mehr gebraucht. In solchen Fällen ist ja wohl
Die Beerdigung ist sonst genauso wie, bei mir, meine. Angenehmeren Dingen unseres Berufes. Herr Flügger, ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass Sie entlassen sind. Der wahre Täter ist ermittelt. Ja, wer war's denn? Ob Harem. Ist nicht möglich. Ja, erstaunen Sie. Die Kriminalpolizei sorgt mitunter für Überraschungen. Na und Sie haben uns das Leben ja auch nicht gerade leicht gemacht. Wieso? Weil Sie sich in Widersprüche verwickelt haben, die gar nicht nötig waren. Nur weil, Sie... Weil ich so mordseifersüchtig war. Jawohl. Naja, Sie haben ja auch nichts unterlassen, um Klarheit in die Sache reinzukriegen. Sehen Sie, das ist... Na, und deshalb könnten Sie mir jetzt eigentlich auch einen kleinen Gefallen tun. Ja, bitte. Es gibt da nämlich ein tapferes Mädel. Vera Kaufmann heißt sie. Sie hat sich sehr um sie gesorgt. Ich habe sie kennengelernt. Wie wär's, wenn Sie sich in Zukunft etwas liebevoll um dieses Mädchen kümmern würden? Vera Kaufmann? Mhm. Befehl, Herr Kommissar.